Willkommen zurück hier bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider, hoffentlich im richtigen DLC. Wir nutzen jetzt den Weg, weil ich keine Lust mehr habe. Und gucken einfach mal, ob das jetzt richtig ist. Der DLC heißt irgendwie, The Grand Cayman oder so. Ja. Ach so, hier können wir die Leiter runtertreten. Cool. Wäre ich darüber gekommen? Ich weiß es nicht. Das hier scheint auf jeden Fall schon mal der Tempel zu sein. Ich bin jetzt im Tempel. Okay. Sepakna ist eine Krabbe, seine Lieblingsspeise. Okay. Ich nehme mal an, ich muss hier hoch. Story abgeschlossen. Achtung der Götter. Okay. Das muss es jetzt sein. Lara? Ich bin okay. Und ich sehe sie, Partner. Interessant. Wirkt nur ein kleines bisschen geisteskrank. Aber das ist schon okay. Okay. Interessant. Ein kleines bisschen verwirrend, aber hey. Ich finde das immer cool, wie viel Gold die benutzen. Oder vielleicht auch nur irgendwas Gold anmalen. Man weiß es ja nicht. Aber irgendwie finde ich das schon cool. Kann es sein, dass wir irgendwie da drauf schießen müssen oder so? Nö, anscheinend nicht. Hiermit müssen wir irgendwas machen. Okay. Oh oh. Oh oh. Da wurde die gute Lara gegrillt. Lecker Lara süß-sauer. Oh Mann. Beeilung. Beeilung. Verdammt, zu knapp. Och Kind, stell dich nicht an. Ich bin auch gerade noch immer noch so ein bisschen einfach dabei, wieder ins Aufnehmen reinzukommen. Also wenn ich ein bisschen komisch drauf bin, dann bitte nicht wundern. Wunderschön. Ja, Lara, auf jeden. Es muss noch mehr Auslöser geben. Wenn ich alle finde, ist Sepakna wieder ganz oben. Okay. Interessant. Danke für die Info. Was ist das hier? Weiter rauf. Okay. Was bringt das jetzt? Moment, ist hier vielleicht? Nee, aber da hinten. Okay. Ja, es kann sein, dass ich verstanden habe, worum es geht. Aber da sollte man sich bei mir nie sicher sein. Es ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Aha. Die Frage ist jetzt erstmal, wie ich da hochkomme. Springen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Super weird. Ja, ich hatte gerade keine Ahnung, wo ich überhaupt hingesprungen bin. Einfach nur random irgendwo hin. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass das funktioniert. Hat nicht so gut geklappt. Ich sehe es aber immer noch nicht so ganz, wo ich hin soll, wenn ich ehrlich bin. Ach, da oben ist noch so ein Ding. Okay, und was bringt das? Ah, okay. Okay. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was mir das gerade bringt. Irgendwie nicht so viel, würde ich behaupten. Hier kann ich nach unten, glaube ich.
Ich springe hier einfach mal kurz nach unten. Bringt das irgendwas? Hier dran will sie nicht klettern, die. Soll da mal jemand die Logik verstehen? Das ist halt einfach nur so eine Sekunde lang offen. Okay. Gibt es hier denn noch andere Wege? Okay, ja, danke, Lara. Danke, dass du da genau runterfällst. Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Ja, echt, Lara, das ist tödlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht könnten wir. Könnte funktionieren, muss aber nicht. Wir müssen uns halt, wie schon gedacht, ein bisschen beeilen. Aber ich denke mal, das ist gerade so ein bisschen der Plan, weil eine andere Idee sehe ich hier auch gerade nicht. Springen. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Ein Wunder ist geschehen. So, hier ist dann wieder so ein Ding. Okay. Hier. Bitteschön. Das war's. Ja, jetzt muss ich da nur noch irgendwie hinkommen, würde ich behaupten. Oh oh. Ich werde auf jeden Fall gleich mal gucken, ob das hier auf jeden Fall der richtige DLC war. Boah, ich würde halt wirklich mittlerweile fast so weit gehen und sagen, dass es bisher der DLC, der sein Geld am meisten wert war. Ich muss irgendwie darüber. Und ich würde immer noch nicht sagen, dass der sein Geld zu 100% wert ist, also. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal hier. Ja, Lara, danke für die Info. Weil es hier halt einfach ein bisschen neuen Kram gibt. Vielleicht wird auch einfach irgendwas recycelt. Das kann gut sein. Das ist irgendwie auch ein neues Wort von mir, glaube ich. Aber seitdem gestern, wo ich halt echt dachte, die hätten halt einfach den Level nochmal genommen, da war ich schon echt ein bisschen enttäuscht. War ja dann zum Glück doch nicht so. Ja, Lara, lass los. Dankeschön. Oh, oh. Ja, Lara, dankeschön, dass du da komplett drüber springst. So. Okay, wo bin ich hier jetzt gelandet? Hier geht's schon mal nach oben. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was das bringen soll. Ich gehe ehrlich gesagt lieber oben lang bisher. Vielleicht ist hier auch gar kein Weg, man weiß es nicht. Warum? Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Wo soll ich damit denn hin? Okay. Es könnte sein, dass ich es ein bisschen verstehe. Aber 100% würde ich nicht unbedingt sagen. Ja, Lara, Beeilung. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, was ich dazu sagen soll. Es ist halt gerade irgendwie einfach nur ein bisschen verstörend, finde ich. Ich denke mir einfach nur so, warum? Aber, ich muss ehrlich sagen, bisher bin ich diesem DLC gar nicht mal so negativ eingestellt. Ich habe nämlich bisher einigermaßen Spaß. Und jetzt sind wir anscheinend auch schon ganz oben. Okay, interessant. Auch wenn er ist schon relativ kurz. Da oben, im Maul des Kaimans. Aber bisher.
ist es okay, würde ich sagen. Ja, wie soll ich da denn jetzt rüberkommen? Du Genie. Hier gibt es jetzt irgendwie keine Treppe, die mich direkt dahin bringt. Würde ich mal behaupten. Ich denke mal, wir gehen erstmal... Obwohl, wir könnten hier theoretisch nach unten gehen, ne? Boah, ich check's gerade irgendwie überhaupt nicht. Gibt's hier vielleicht irgendwie noch einen Weg? Aha, okay. Gut, das macht schon mal ein bisschen mehr Sinn. So, hier kommen wir immerhin schon mal hier rauf. Ich muss irgendwie darüber. Ja, Lara, das weiß ich. Das mussten mir nicht 5000 Mal am Tag sagen. Das ist schon okay so. Kannst du bitte, Lara? Okay, anscheinend nicht in diese Richtung, sondern in diese. Okay, wenn dir das so lieber ist. Oh damn, es ist manchmal so strange. Naja. Okay, ich glaube... ja, ich habe es gerade gefunden. Hier müssen wir das Ganze wieder ein bisschen festigen. So. Ja, Lara, danke schön. Danke schön, dass du dich da selber noch gerettet hast. Du musst weiter rauf. Ja, das ist wahr. Aber wie soll ich jetzt... Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Ah, okay. Scheiße. Das hat schon mal nicht funktioniert. Kann sie? Ja, das ist schon mal möglich. Weiter rauf. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja, okay, das funktioniert auf einmal. Komisch. Und was nun? Wohin? Ich lasse mich hier einmal ganz kurz runter und gucke mich hier einfach mal kurz um. Ja, Lara, danke schön. Ist das der Plan, dass ich da drauf springe? Weiter rauf. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst hin soll. Ich muss weiter rauf. Ah, okay, jetzt komme ich. Okay, okay, okay. Es macht Sinn. Naja, wenigstens ein bisschen. Das ist hier alles ein bisschen broke, aber das passt schon. Hallo. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber ich benutze dieses Ding jetzt einfach mal. Aber hier gibt es so viele Wege. Es ist, sowas ist immer richtig schlimm für mich. Entscheidungen fällen, uff. Das ist immer ganz schwer. Aber anscheinend sind wir da. Aber diese Steine sind einfach voll hübsch. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Goldschmuck und so. Aber bei Sims 3, in meinem Sims Let's Play, ist das eine Bart ja auch Gold. Und ich finde es einfach richtig cool. Und hier finde ich dieses Gold einfach auch so passend mit dem Grün und so. Sieht nice aus. Was jetzt? Durch die Tür, denke ich. Okay, interessant. Ich war gerade dabei, ein bisschen zu googeln, ob das jetzt der richtige DLC ist. Moment, ich muss mal eben kurz wieder hier auf meinen Timer gehen, damit ich nicht verpenne, wie lange ich aufnehme. So. Besser ist das. Wo gehe ich jetzt hin? Okay, hier muss ich schon mal wieder seitlich klettern. Das geht ja noch. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Als ob ich da jetzt... Ja, man kann es auch übertreiben.
Oh Mann, ich hoffe übrigens auch in den Videos von gestern waren keine Schnittfehler. Ich habe das noch alles nach der Aufnahme geschnitten und ich war halt gestern echt einfach nur kaputt im Kopf. Und ja, ich weiß nicht, also ich hoffe, das hat alles noch funktioniert. Die Kabel gehören. Oh oh. Auf sie! Oh Scheiße. Okay, jetzt wird's wieder ein bisschen laut. Wiedersehen. Wiedersehen. Boah, es ist gerade echt laut, ne? Ich hoffe, das übersteuert nicht die ganze Zeit. Na, warte, Freundchen. Wiedersehen. Das war jetzt eigentlich nicht unbedingt die Waffe, die ich wollte. Wiedersehen. Der Typ ist halt in einer komplett losten Deckung. Nerv nicht. Tschüss. Ich gehe da jetzt einfach mal. Ja, darüber gehen hat schon mal super geklappt, weil sich Lara runterschießen lässt. Dabei war sie ja eigentlich viel zu schnell, als ob die die in diesem Zeitraum bekommen hätten. So, der ist schon mal down. Komm mal her. Wiedersehen. Der ist auch down. So, tschüss. So, der sollte auch tot sein. Okay, Lara ist hier echt so ein bisschen in Eskalationslaune. Boah, ich mag die Waffe. Ist das die neue? Die ist echt irgendwie ziemlich stark, würde ich behaupten. Jetzt bekomme ich hier irgendwelche komischen Updates empfohlen. Ich möchte keine Updates machen, danke. Okay. Das war weird. Moment, ich muss hier einmal kurz so. Der will, dass ich hier irgendwelche Updates mache. Wahrscheinlich mache ich jetzt, während ich hier aufnehme, Updates. Macht Sinn. Aber ich muss sagen, seitdem ich Windows neu aufgesetzt habe, habe ich solche Probleme einfach andauernd. Also ich weiß nicht, was mit den neuen Windows-Versionen los ist. Die sind halt alle irgendwie ein bisschen crazy, finde ich. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie kein Freund von den aktuellen Windows-Updates. Ich weiß nicht, das macht mich irgendwie alles ein bisschen sauer. Hm. Das hat sich nice angehört. Aber ich finde es halt einfach unnötig, muss ich auch sagen. Meine Munition ist gar nicht alle. Ich weiß nicht, ich sehe da nicht so den Sinn dahinter. Man baut erstmal so eine Funktion ein, dass man nach, wenn man in einem Spiel ist, da gibt es ja diese Funktion, dieses während des Spielens, dass dann irgendwie keine Updates kommen. Aber die funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Okay, denke ich mir gerade nur so. Soll mal jemand verstehen? Oh oh. Och nö, als ob sie sich da schon wieder hat runterschießen lassen. Wisst ihr was? Wir setzen an der Stelle einen Cut. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier noch dauert. Vielleicht kommt dann nur noch so eine 5-Minuten-Folge oder so. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt gerade auch mal für einen Moment egal. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Lara, kannst du ihn bitte umbringen? So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir halt einfach, was uns auf der anderen Seite erwartet. Bis dahin. You said you were going out.
said don't.